meine Lieben, unsere Candy Bar wächst nach den Cupcakes, Bonbons und solchen Lutscher habe ich heute solche Teile, Candy Teile gemacht. Die sind ganz einfach zu häkeln. Ihr benötigt dazu orange, weiße und braune Wolle, Pfeifenreiniger, Häkelnadel Nummer 3,5, eine Vernähnadel und das Video. Viel Spaß dabei! Tschüss! So, wir beginnen mit der orangen Polyacrylwolle und einer Häkelnadel Nummer 3,5. Wir häkeln eine Spirale, einen Kreis in Spirale. Dafür machen wir einen Magic Ring mit drei festen Maschen. Eins, zwei, drei. Wir ziehen nun die Schlaufe groß und maschen, damit es eine schöne Spirale gibt. Die zweite Farbe, in diesem Fall weiß, hier neu an. Wir machen eine Masche und noch drei feste Maschen. Das heißt, wir haben einen normalen Magic Ring mit sechs festen Maschen in zwei Farben. Diese hier raus. Jetzt ziehen wir den Magic Ring zusammen. Wir halten dafür diese sechs feste Maschen gut zusammen. So sieht das Ganze in der ersten Runde aus. Sechs feste Maschen. Ich mache jetzt hier einfach mit der Weiß weiter. Im Prinzip funktioniert es ganz normal, wie wenn man normal in Runden häkelt. In der ersten Runde jede zweite verdoppeln, in der zweiten jede zweite verdoppeln. Aber ihr seht das jetzt gleich. So, wir stechen hier ein und machen hier in jede Masche zwei feste Maschen. Ich mache das jetzt in zwei Maschen. Ziehe den Faden hier wieder lang und wechsle wieder zu Orange. So. Hier auch beim in jede Masche zwei feste Maschen. Eins, zwei, eins, zwei. Ich häkle jetzt mit der Orange noch weiter. Eine feste Masche und diese zwei verdoppeln wir. Hier eine feste Masche. Und die nächste hier würde wieder verdoppelt werden. Aber wir wechseln jetzt wieder zu der weißen Wolle. Eine feste Masche noch eine feste Masche und hier seht ihr, haben wir zwei feste Maschen, das heißt, diese wird verdoppelt. Eine feste Masche, hier haben wir wieder zwei feste Maschen, diese wird wieder verdoppelt. Eine feste Masche, hier haben wir wieder zwei, das heißt, diese wird wieder verdoppelt. Eine feste Masche,
und wir wechseln wieder zu der anderen Farbe. Das gibt manchmal ein wenig ein bisschen ein Fadenchaos, aber nach dem zweiten, dritten Versuch klappt das ganz gut. Also hier haben wir wieder zwei feste Maschen. Also wird diese Masche verdoppelt. Hier haben wir eine feste Masche. Hier haben wir auch eine feste Masche. Noch eine feste Masche. Und hier diese wieder verdoppeln. Eine feste Masche. Und noch eine feste Masche. Und hier wieder verdoppeln. Hier haben wir wieder eine feste Masche und eine feste Masche und wir wechseln wieder die Farbe. So. Eine feste Masche und zwei feste Maschen. Eine feste Masche und noch eine feste Masche und zwei feste Maschen. Also immer, wo wir in der Vorrunde zwei feste Maschen haben, machen wir eine Verdoppelung. So sieht dann unsere Spirale aus. Wir machen die jetzt noch etwas größer. Feste Masche, feste Masche, feste Masche. Und zwei feste Maschen. Eine feste Masche. Eine feste Masche. Noch eine feste Masche. Und zwei feste Maschen. Es wird wieder die Farbe gewechselt. So, hier haben wir zwei, also wird hier gleich verdoppelt, eine feste Masche, eine und noch eine und hier wieder zwei, eine feste Masche, noch eine. Wieder zwei und wir verdoppeln das Ganze. Eine feste Masche und noch eine feste Masche. Und zwei. Ihr seht, unsere Spirale wächst. Hier den Mittelfaden noch etwas zuziehen und es entsteht eine schöne Spirale. So. In dieser Runde. Das ist die letzte Runde, in der wir die Weiß häkeln. Wir haben dann insgesamt der Umfang der Maschen sind pro Runde dann 36 Maschen. Also häkeln hier wieder die Weiß. Doppelung. Eine Verdoppelung.
Wenn wir hier kurz vor der Verdopplung schließen wir die Runde. Wir machen hier noch eine feste Masche und in die Masche vor der Verdopplung machen wir eine Kettmasche. So sieht das Ganze aus. Ich schneide den weißen Faden ab. Und ziehen hier durch. So, jetzt häkeln wir mit der Orange in jede Masche eine feste Masche, bis wir hier bei der Verdopplung angekommen sind. Wir machen hier, wo eigentlich die Verdopplung kommt, noch eine feste Masche und in die nächste Masche eine Kettmasche. So schließt sich unser Kreis und wir haben eine schöne Spirale. Wir schneiden hier den Faden ab und vernähen die Fäden. Ich habe hier schon mal das erste Teil vorbereitet, die erste Spirale. Wenn ihr hier den Faden vernäht habt, häkelt ihr das Ganze ein weiteres Mal. Nur schneidet ihr hier den Faden nicht ab, sondern wir häkeln die beiden Teile zusammen. Ich fahre hierfür in das hintere Maschenglied immer rein, hole den Faden und ziehe ihn durch. Immer durch ein Maschenglied, hole den Faden und ziehe ihn durch. Faden holen und durchziehen. Faden holen und durchziehen. Faden holen und durchziehen. Das Ganze wiederholen wir jetzt bis zum runden Ende. Wenn ihr nun fast beim runden Ende angekommen seid, brauchen wir für den Stiel 6 feste Maschen. Ich häkle hier jetzt noch einmal eine Kettmasche und lasse hier eine Öffnung frei. Schneiden den Faden ab und vernähen ihn. Und danach sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir die Faden vernäht haben, nehmen wir braune Wolle und wieder die Häkelnadel Nummer 3,5 und maschen hier bei unserer Öffnung insgesamt 6 feste Maschen an, das heißt 3 auf dieser Seite und 3 auf der anderen Seite. Wir häkeln dann in Spiralrunden weiter. Ich stecke jetzt hier den Faden so
rein. So. Und auf der anderen Seite auch drei feste Maschen. Eins, zwei, drei. Ab hier häkeln wir in Spiralrunden circa 10 cm in die Höhe. So. Wenn ihr nun ungefähr bei den 10 cm angekommen seid, nehmt ihr einen Pfeifenreiniger, haltet ihn so her und faltet ihn. Ich mache hier eine große Schlaufe und jetzt stecken wir für die Stabilität hier den Pfeifenreiniger hinein. Ganze gut aussieht. So, und es ist biegsam. Ich häkel hier jetzt noch eine Reihe dran. Wenn der Pfeifenreiniger nun nicht mehr zu sehen ist, dann häkeln wir das Ganze hier oben einfach zusammen mit Kettmaschen. Wir schneiden den Faden ab und vernähen ihn. Und unsere Candy-Sammlung wächst weiter. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!